heute wieder mal da. Wir freuen uns, euch wiederzusehen. Uns trieb es fast bis nach Utopia. Und nicht überall war es schön. Doch eine Geschichte hat Spaß gemacht. Wir waren fast am Weltenrand. Bei Sonnenschein und Schattennacht. Mit Alice im Wunderland. Kurz eine Frage. Kennt ihr Alice? Dieses Mädel hat Mut und Fantasie. Sie wollte nichts versäumen. Und begann, und begann, und begann intensiv, ganz ausführlich zu träumen. Auf den höchsten Bergen machte sie Rast und im U-Boot von Captain Nemo. Sie war bei Menschen und bei Tieren zu Gast, in den Bergen, in Schluchten und anderswo. Doch ehe wir abtauchen ins Traumparadies, erlebt erst mal das Mädchen Alice. Sitzen sie und schweigen zur Abend- und zur Morgenzeit. Und eins ist allen eigen: ein Handy liegt fast in jeder Hand, der meistgebrauchte Gegenstand. Damit ich ja nichts versäume, greife ich zum Smartphone und träume. Drei im Wunderland spukt es hinter jedem Baum. Auch Alice, die spürt es bald. Das gehört, das gehört, das gehört zu ihrem Traum. Träume fliegen durch die Luft, sind so schnell, man sieht sie kaum. Rasen durch eine Felsenkluft. Das gehört, das gehört, das gehört zu ihrem Traum. Gleich ist auch die Katze da. Hoch hinauf, hoch hinauf, hoch hinauf. Und sie schafft es kaum. Als sie den Berg erklommen hat, da sitzt auf engstem Raum eine grün gefärbte Bergfee. Sie sitzt da, angelehnt an einem Baum. Sie sitzt da, angelehnt an einem Baum. Gesehen. Das wird sie nie vergessen. Froh in den Wolken Kreise drehen und Blumenketten pressen. Auruna führte sie den Weg vom hohen Berg hinunter. Sie steht auf einem Landungssteg. Es folgt das nächste Wunder. Denn schon im nächsten Augenblick, Mana, man glaubt es kaum, da taucht sie ein. Ja, sie taucht ein im kalten Meeresschaum. Ein Wirbelwind trägt sie ein Stück. Doch plötzlich ging's hinab. Er setzt sie in einem Wellental auf einer Insel ab. Sie schaut nach vorn und nicht zurück auf den beengten Raum. Und mit der Insel verschwindet sie im kalten Meeresschaum. Im kalten Meeresschaum. Nun ist sie also unter Wasser. Sie schwimmt im Meer herum. Sie wurde blass und immer blasser und hofft auf Kraft und Mumm. Natürlich fragt sie sich spontan und sie begreift es kaum. Wer ist der U-Boot-Steuermann in diesem Meeresschaum? Der Captain Nemo war's nicht. Wer also konnte es sein? Der Hutmacher war's. Da freut sie sich. Na klar. Und sie stieg ein. Ganz sicher steuert er das Schiff auch durch den engsten Raum. Umschiffte Klippen und ein Riff im kalten Meeresschaum. Umschiffte Klippen und ein Riff im kalten Meeresschaum. Ein bisschen verrückt müssen wir sein. Ja, ich will hier nichts versäumen.